Ja, hallo und willkommen zum heutigen Video. Heute gibt es wieder einen Einschub, bevor es beim nächsten Video wieder weitergeht mit der Himmelsmechanik. Dieser Einschub hat aber schon etwas mit Himmelsmechanik zu tun. Und zwar geht es um eine Größe, die zur Beschreibung von ebenen Kurven recht nett und angenehm ist. Worum geht es? Es geht um die Krümmung. Wenn wir zum Beispiel den Fall betrachten, dass Planeten sich gegenseitig stören, durch ihre Anziehung, ihre gegenseitige Anziehung, so kann man doch konstatieren, dass die Bahnen dieser Planeten für eine gewisse Zeit, die nicht allzu kurz ist, doch aufgefasst werden können als ebene Kurven. Also zum Beispiel Ellipsen, die sich mit der Zeit leicht verformen und sich im Raum drehen. Entsprechend hat es einen Sinn, sich mit ebenen Kurven zu beschäftigen. Und die Formel, die wir ableiten wollen, die erinnert mich ein bisschen an die Jugendzeit. Also als Gymnasiast habe ich sie zum ersten Mal kennengelernt und die hat mir sofort gefallen, denn es war gerade die richtige Mischung aus Kompliziertheit, Einfachheit und Ästhetik. Und wie ich für ein paar Tage in Aufzeichnungen gestöbert habe, habe ich sie wieder mal gesehen und da sind natürlich alte Jugendgefühle sozusagen wieder aufgestiegen, Erinnerungen an die Gymnasialzeit. Aber gut, jetzt in medias res, hier haben wir so ein Exemplar von einer ebenen Kurve, also in x- und y-Koordinatensystem kartesisch. Die Kurve soll beschrieben werden durch eine stetige Funktion y in dem Bereich, in dem wir uns hier tummeln. Und auf dieser Kurve sitzen jetzt zwei Punkte, P und Q, die nicht allzu weit voneinander entfernt sind und von denen wir dann annehmen können, dass sie zusammenwachsen zu einem einzelnen Punkt, sagen wir B'. Ja, und jetzt machen wir Folgendes. Wir fällen nun in jedem dieser beiden Punkte, P und Q, das Lot auf diese Kurve y von x. Das heißt, eine Strecke auf die senkrecht auf die Tangente steht. Also das wäre zum Beispiel dieses Lot eingezeichnet hier durch P und hier haben wir dann das Lot eingezeichnet durch den Punkt Q. Und wir sehen natürlich dadurch, dass diese Kurve gekrümmt ist, in diesem Fall also nach unten gekrümmt ist, haben wir natürlich einen Schnittpunkt unterhalb dieser Kurve, unterhalb dieses gekrümmten Teils der Kurve und diesen Schnittpunkt, den nennen wir M. Nun können wir uns vorstellen, dass diese beiden Lote immer näher zusammenrücken und da nun dieser Winkel immer kleiner wird, wird natürlich auch dieser Abstand MP bzw. MQ sich immer mehr angleichen. Wir werden also in einem Limes folgende Situation haben, dass MP gleich MQ wird. Und diesen Abstand, den nennen wir den Krümmungsradius und den können wir uns natürlich auch so veranschaulichen, dass wir hier tatsächlich in diesem Punkt M einen Zirkel ansetzen und einen Kreis veranstalten, der sowohl durch Q als auch durch P läuft und der sehr schön angeschmiegt an die Kurve Y verläuft. Das heißt, hier haben wir ganz anschaulich repräsentiert den Schmiegekreis, nennen wir den Kappa. Oder geschwungenes K reicht auch. Das heißt also, wir haben hier das Rho und hier das Rho. Und da zeichnen wir also suggestiv gleich den Winkel Delta Alpha ein, mit dem Hintergedanken, dass wir diesen Winkel natürlich dann gegen Null gehen lassen. Gut, senkrecht dazu natürlich zu jedem Lot ist die Tangente durch P bzw. Q. Die zeichnen wir auch gleich ein. Also hier ist also diese Tangente durch P und entsprechend haben wir hier die Tangente durch Q. Die wird ein bisschen die Zeichnung etwas weitschweifiger machen. Das geht also durch die Kurve selber, das soll uns nicht weiter verwirren. Und dann haben wir lustigerweise hier, ja zufälligerweise genau den Ursprung. Das wollen wir nicht, das schaut dann zu gekünstelt aus. Da versetzen wir den Ursprung woanders hin, damit man nicht auf die Idee kommt, dass das allgemein so ist.
Ja, das ist oft das Schwierige an Zeichnungen, dass da manchmal Koinzidenzen auftreten, die man so nicht gewollt hat. Also versetzen wir hier das Koordinatensystem, damit klar ist, dass das hier eben keine zwangsläufige Situation ist, dass diese Tangente durch den Ursprung läuft. Gut, dann haben wir hier den Winkel Alpha P und hier den Winkel Alpha Q. Und ganz klarerweise sehen wir, dass dieser Unterschied in den beiden Winkeln genau dieses Delta Alpha ist. Also wir haben hier in unserem Fall das Alpha Q minus Alpha P ist gleich dieses Delta, in dem Fall haben wir natürlich einen negativen Winkel, aber das soll uns hier nicht stören, dieses Delta Alpha. Schauen wir uns also nur den Betrag an, derweil, nicht, damit wir da keine Probleme haben. Und in diesem Sinne sehen wir hier, dass die Kurve sich nach oben öffnet und wir interessieren uns jetzt eben für den Zusammenhang zwischen Rho und diesem Winkel Alpha oder Delta Alpha, der zusammenhängt natürlich mit den Steigungen der Tangenten zu verschiedenen Punkten B und Q. Okay, wir wissen also, dass allgemein der Steigungswinkel der Arcus Tangens der Steigung der Kurve ist. Also haben wir hier die Steigung der Kurve einzutragen und das ist natürlich die Ableitung dieser Funktion. Also Alpha ist der Arcus Tangens von Y. Und dann haben wir das Bogenelement. Das Bogenelement ist also die Länge der Kurve zwischen den Punkten P und Q. Bezeichnen wir zunächst einmal diese erste Gleichung mit Kringel 1. Und dann haben wir als zweite Zutat die Bogenlänge. Wie berechnen wir die? Also wir sagen, dass die Strecke oder der Bogen PQ, den nennen wir Delta S. Das ist also im Wesentlichen, wenn wir hier dieses Dreieck einzeichnen, dann natürlich haben wir hier die Änderung der X-Koordinate, das ist also Delta X. Und hier haben wir die Änderung der Y-Koordinate, das ist Delta Y. Und nach Pythagoras ist das natürlich Delta X zum Quadrat plus Delta Y zum Quadrat. Oder wenn wir das Delta X herausheben, bleibt die Wurzel hängen. Dann haben wir hier den 1er plus Delta Y zum Quadrat durch Delta X zum Quadrat. Und da draußen sitzt jetzt das Delta X. Und dieses Delta Y durch Delta X können wir natürlich im Limes verschwindender Delta-Größen auffassen wieder als die Ableitung. Also Delta Y durch Delta X wird zur Ableitung, oder nicht von Y, von X natürlich, zur Ableitung von Y. Das heißt also, wir haben Delta S in der differenziellen Schreibweise ist die Wurzel aus 1 plus Y' von X zum Quadrat mal Delta X beziehungsweise Delta S durch Delta X in der differenziellen Schreibweise ist, also in Quotientenschreibweise plus Y', lassen wir das Argument jetzt fort, zum Quadrat unter der Wurzel. Fein. Das ist also die zweite Formel, die verkürzen wir gleich unter Kringel 2, indem wir den Quotienten hinschreiben, Delta S durch Delta X ist also die Wurzel aus 1 plus Y' zum Quadrat und damit haben wir diese Geschichte erledigt. Und jetzt brauchen wir noch eine weitere Ingredienz. Wir müssen jetzt dieses Wegstück noch mit dem Kreis verbinden. Das ist aber leicht. Wir haben unter Kringel 3 dann zu konstatieren, dass dieses Delta S, wenn wir es annehmen als Teil eines solchen Schmiegekreises, ganz einfach die normale Formel für die Bogenlänge eines Kreises, eines Kreissektors, und zwar schreiben wir dann einfach Rho mal Delta Alpha. Ja, das wäre also diese Schreibweise. Beziehungsweise, wenn wir jetzt in die differenzielle Schreibweise übergehen, haben wir natürlich Delta S durch Delta Alpha zunächst, einen Quotienten, das ist Rho, oder dann eben ds
durch d Alpha ist gleich Rho. Und um die Sache abzukürzen, schreiben wir natürlich diese Fassung sofort unter Kringel 3. Das heißt also, wir haben ds durch d Alpha ist gleich Rho. Das sind also unsere drei Zusammenhänge. Gut, aus diesen drei Ingredienzien wollen wir eben eine Formel für Rho gewinnen. Und dazu brauchen wir nur noch ein bisschen Differentialrechnung. Zuerst einmal schauen wir uns die Ableitung vom Arcus tangens einer beliebigen Funktion an. Also schauen wir nach d, d nach dz, um nicht eine Verwechslung mit y und x herbeizuführen, von Arcus tangens von f von z. Dann haben wir zuerst einmal die äußere Ableitung zu bilden, den Arcus tangens ableiten sozusagen nach f. Das ergibt 1 durch 1 plus f von z zum Quadrat. Und die innere Ableitung ist natürlich einfach df nach dz. Das ist also, sagen wir mal, unsere Formel Kringel 4. Und dann brauchen wir natürlich noch die Kettenregel. Das ist also auch ganz klar. Wir können also irgendeine Differentialgröße, nehmen wir zum Beispiel ds nach d Alpha, ds nach d Alpha anschreiben als ds nach dx mal dx nach d Alpha. Oder umgekehrt, wir können auch schreiben, ds nach dx ist gleich ds nach d Alpha mal d Alpha nach dx. Wir behandeln also diese Differentialquotienten tatsächlich so wie Brüche. Die erste Version könnten wir natürlich auch verwenden, das lässt sich schön umformen, aber wir verwenden Relation 2. Hier schreiben das also da mal hin, also ds nach dx ist ds nach d Alpha mal d Alpha nach dx. Und das wäre unsere Relation 5. Und wenn wir diese Relationen jetzt zusammenwürfeln und geschickt zusammenschrauben, dann erhalten wir eben einen Ausdruck für Rho. Das machen wir sofort. Zuerst einmal haben wir hier ja mit Relation 5 schon einen sinnvollen Ausdruck. Wir sehen, dass wir hier auf der linken Seite bereits ein Ergebnis hinschreiben können. Das ist also 1 plus y' zum Quadrat. Dann haben wir das ds nach d Alpha. Da haben wir auch schon ein Ergebnis, das ist Rho. Und jetzt brauchen wir nur noch das d Alpha nach dx. Und da haben wir genau einen Anwendungsfall für Kringel 4. Das heißt, wir leiten den Arcus tangens von y' nach x ab und erhalten nach diesem Rezept 1 durch. Die innere Funktion ist das y', also 1 plus y' zum Quadrat. Und die Ableitung von y' ist natürlich y2'. Und damit sind wir bis auf eine triviale Umformung fertig. Leider geht sich die aber in voller Pracht hier auf dieser Tafel nicht aus. Und um die Ästhetik dieser Formel zu genießen, möchte ich dann doch hier reinen Tisch machen. So, Übertrag von der letzten Tafel. Also diese Formel muss ja nur noch nach Rho umgeformt werden. Das ist also simpel. Wir haben Rho ist gleich Wurzel aus 1 plus y' zum Quadrat. Und hier dividieren wir natürlich durch y2' mal 1 plus y' zum Quadrat. Ergibt natürlich, wenn wir es in die nächste Zeile schreiben, Rho ist gleich. Hier haben wir natürlich die Wurzel zum Quadrat mal einer Wurzel gibt die Wurzel hoch 3. Also Wurzel aus 1 plus y' zum Quadrat hoch 3 dividiert durch die zweite Ableitung. Das ist also die Formel für den lokalen Krümmungsradius, den Radius des Krümmungskreises oder Schmiegekreises. So, nun zum Vorzeichen. Wir haben hier ja verschämterweise den Betrag genommen, um sozusagen eine positive Größe zu nehmen. In dem Fall sehen wir,
krümmt sich die Kurve nach unten und offensichtlich ist die Differenz Alpha Q minus Alpha P negativ. Ja. Wenn wir jetzt den Krümmungsradius anschauen, dann wird hier oben die Wurzel als eine positive Größe aufgefasst. Das Vorzeichen kommt nun durch die zweite Ableitung. Und die zweite Ableitung einer Kurve, die sich nach unten krümmt, ist negativ. Das heißt, wir haben hier einen negativen Krümmungsradius. Das heißt also, der Mittelpunkt liegt unterhalb der Kurve. So ist also das ist die Spur sozusagen dieser Verkleinerung des Winkels mit wachsendem x. Und ja, das wäre es einmal zum Thema Krümmungsradius. Es gibt natürlich dann auch die reziproke Form, nämlich wenn wir einfach den Kehrwert bilden, dann haben wir 1 durch Rho und das nennen wir Krümmung, oft als Kappa bezeichnet. Kappa. Und das ist natürlich dann einfach y2' durch eben 1 plus y' zum Quadrat hoch 3. Und wenn nun natürlich die Kurven einigermaßen flach sind, dann kann man oft diese Wurzel gleich einsetzen und dann haben wir praktisch die Näherung, dass die Krümmung, also der reziproke Krümmungsradius, genau gleich oder annäherungsweise gleich dieser zweiten Ableitung ist. Das ist jetzt sozusagen eine relativ charmante Überleitung zu einem etwas spekulativeren Video, das ich einmal später machen werde. Und zwar haben wir ja das Newtonsche Gesetz und da haben wir die zweite Ableitung nach der Zeit. Also da wären dann zwei Punkte statt diesen zwei Strichen. Und welche Dynamik hätten wir, wenn wir nicht das Newtonsche Kraftgesetz haben mit Masse mal y2-Punkt ist Kraft. Was wäre, wenn wir stattdessen die Krümmung hätten? Also m mal diesem Kehrwert y2-Punkt durch Wurzel aus 1 plus y-Punkt zum Quadrat hoch 3, was ja nichts anderes ist als Masse mal dieser Beschleunigung durch 1 plus v². Also das wäre sozusagen eine andere Dynamik. Nehmen wir also an, dass die Massen bestimmbar sind und die Kräfte bestimmbar sind, aber die Abhängigkeit, die Kinematik nicht mit der zweiten Ableitung wie im Newtonschen Gesetz ist, sondern hier eben über einen etwas anderen Term. Okay, das sind Spekulationen, da kann man sich spielen, das mache ich vielleicht einmal, das ist recht eine nette Fingerübung. Gut. Ja, hier steht die Formel für den Krümmungsradius noch einmal in voller Pracht. In der Form kenne ich sie seit der Jugendzeit. Das weckt natürlich einige nette Erinnerungen. Aber damit wollen wir es heute einmal mit der Krümmung gut sein lassen. Nur noch eine kleine Bemerkung. Die Mittelpunkte all dieser Schmiegekreise, die liegen natürlich selbst auch auf einer Kurve. Diese Kurve ist die Evolvente, die hat besondere Eigenschaften. Diese Evolvente wird dann auch interessant für das sogenannte Zykloidenpendel. Aber das ist ein Kapitel für sich, das wollen wir heute nicht anschneiden. Gut, das wäre es also für dieses Video. Ich hoffe, das hat gefallen, ich hoffe, es war anregend. Bitte in diesem Fall das Video liken, weiter empfehlen, weiter teilen. Und falls noch kein Abonnement gelöst worden ist, ist das wieder ein schöner Zeitpunkt, genau das zu tun. Gut, danke für diesmal. Schönes Wochenende. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.